Ja, und da bin ich auch schon wieder. Wir haben, glaube ich, Dienstag müssen wir haben jetzt. Wir reden mal mit dir. Ciao, Bellomi. Wo kommst du? Bist du schon wieder zurück? Das Olaco, mir Kara. Aber ich komme nicht zum Vergnügen. Ich muss Antonio sprechen. Es ist dringend. Antonio, Ezio ist hier. Ezio, ist alles in Ordnung? Carlo Grimaldi und die Barbarigo stecken mit einem im Bunde, den sie den Spaniern nennen. Sie wollen den Dogen ermorden und durch einen der ihren ersetzen. Dann hätten sie ganz Venezia und die gesamte Flotte in ihren Händen. Und mich nennen sie kriminell? Dann werdet ihr mir helfen. Ich stehe auf eurer Seite, Bruder. Und mit mir all meine Männer. Und Frauen. Grazie, amici. Aber Ezio, ich muss euch warnen. Diesmal wird es nicht so leicht. Der Palazzo Ducale ist das schwerstbewachte Gebäude in Venedig. Ich komme überall rein. Und deshalb lieben wir dich, Ezio. Komm, sehen wir es uns an. Uns fällt schon was ein. Ja, ja. Übrigens, ich bitte um ein bisschen Mitverständnis. Ich nehme diese Folgen alle im Voraus auf. Also wenn ihr irgendeine Info habt oder so, oder irgendwas zu meckern habt, da ich da irgendwie anders hätte machen können, ne? Obwohl mich ein solcher Verrat nicht dann, überrascht. Ja. Als ich klein war, erzählte man uns, der Adel sei gut und gerecht. Und ich glaubte es nur. Obwohl mein Vater nur ein Schuster war und meine Mutter eine Küchenmagd, strebte ich nach höher. Ich lernte fleißig und beharrlich. Aber der Adel gab mir keine Chance. Wenn man nicht als Adliger geboren wird, wird man nicht akzeptiert. Also frage ich euch, Ezio, wer sind die wahren Edelleute Venedigs? Männer wie Carlo Grimaldi und Marco Barbarigo? Nein, ich sage euch, wir sind es. Die Diebe und Söldner und Huren. Während wir arbeiten, um die Stadt und ihr Volk zu retten, machen die Adligen sie zu ihrem Spielball. Wir müssen den Palazzo sorgsam erkunden, jeden Winkel. Wir müssen einen Weg finden. Ich weiß von einem hohen Kirchturm hinter dem Palazzo. Oder vielleicht können wir die Rückseite der Basilika erklimmen. Habt ihr eine Idee? Ich schätze, die Vordertür scheidet aus. Va bene. Die Vordertür probieren wir auch, Klugscheißer. So, und ich muss euch sagen, beim ersten Mal selber spielen habe ich mir hier die Zähne ausgebissen. Weil ich es einfach nicht gepeilt habe. Da seht ihr schon mal, was ich meine. Glaube ich, hoffe ich. Und zwar, genau, hier fängt es nämlich eigentlich an, das Rätsel. Das Kletterrätsel, sag ich mal. So, dann hier so weiter. Was ist denn jetzt los? Warum? Ach nee. Entschuldigung, Leute. Ich bin ja auch ein Depp. Ich muss zwar da hoch. Das kommt aber gleich erst. Jetzt habe ich... Oder habe ich doch...
Jetzt machen wir eine Sprintkletterung. Sprintkletterung allein schon. Hallo? Kamera bitte nicht herummucken. Ach egal, ich warte jetzt hier. Irgendwie... Also, was denken Sie? So werden wir nicht hineinkommen. Sie haben Zeit, den Dogen zu ermorden, bevor wir an all diesen Wachen vorbei sind. Ging es jetzt, glaube ich, eher, oder wie? Ah, und wieder sehe ich etwas nicht. Aber da müssen wir so oder so noch hoch, da hinten bei den Turmen, wo ich gerade ganz halt versucht habe. Aber jetzt gerade kriegen wir es ausnahmsweise nicht hin. Ach, wie nett, zeig eine Leiter. So. Wenn wir hier schon oben sind, einmal kurz synchronisieren. So. Wo bleibt der? Oh, und der nennt sich... Ach nee, der nennt sich ja nicht Assassine. Ich dachte schon, das wäre jetzt... Ja. Naruto lässt schreien. Guck die Läufe hier von denen. Oh Mann. Naruto lässt schreien. Naruto lässt grüßen, meine ich. Ich kann schwimmen, wo und wann ich will. Naja. Ben, wir haben Glück. Diese Gerüste sehen nach dem perfekten Weg zum Dach der Basilika aus. Sollen wir? So. Thank you.
zu. Alles zu. Man könnte meinen, sie wüssten das, dass das hinherumrennen. Ezio, seht! Ist er das nicht? Grimaldi! Versteht ihr nicht, was ich euch anbiete, Signore? Hört auf mich bitte. Dies könnte eure letzte Chance sein. Ihr wagt es? Verzeiht, verzeiht. Ich wollte wirklich nicht. Ich sorge mich nur um eure Sicherheit. Uns geht die Zeit aus. Wir kommen nicht durch dieses Gitter. Und es sind überall Wachen. Diavolo! Gut, hier lang. Es ist unmöglich. Menschen kommen weder rein noch raus. Nur Vögel. Ja, Vögel. Wo geht ihr jetzt hin? Zu meinem Freund Leonardo. Irgendwie ging das da hoch, das weiß ich noch. Müssen wir sowieso bei einer anderen Gelegenheit mal hoch noch. Was ich aber jetzt mir mal gönne. Können wir auch mal in Zwischenzeit mal holen uns. Ich weiß, ich hatte schon mehr. Aber wie ich ja gesagt habe, ich musste mir meinen alten Spielstand erspielen, bevor irgendwelche Sachen aufkommen. So. Das machen wir jetzt noch und dann bin ich auch für heute erstmal raus. Funktioniert es? Was willst du wissen? Funktioniert es, Leonardo? Kann es wirklich fliegen? Ich weiß. Es ist nur eine Idee. Es ist noch nicht fertig. Hast du es versucht? Nein, viel zu gefährlich. Um es zu testen, muss man in einem Turm springen. Ihr wäre verrückt genug, sowas zu tun. Leonardo, ich glaube, du hast einen Verrückten gefunden. warte. Damit meint er ja mich. Verdammt! Oh Gott, die Steuerung. Also, wie funktioniert es? Hast du je einen Vogel im Flug beobachtet? Es geht nicht um leichte Zuflucht. Es geht um Anbindung und Balance. Du musst dein eigenes Körpergewicht einsetzen, um Auftrieb und Richtung zu steuern. Viel Glück, Ezio.
Danke, dass er auch noch seinen Touch beenden darf. Okay. Ja, das mache ich dann noch schnell. Ist ja nicht mehr lang. Und da habe ich heute mal eine sehr lange Folge ausnahmsweise mal. Obwohl. Leiter, danke. Ja, ein bisschen tricky, ne? Entschuldigung, ich suche mein Taschengeld. Habt ihr es hier vielleicht liegen gelassen? Nö, schade. Und weiterhin bin ich anonym. Nur ein Geist. Ja.
nur ein Geist, ja, in der Umgebung, so. Bitte nochmal wiederholen, ich habe da akustisch nicht ganz verstanden. Du hast dich unterbrochen. Und ja, ich weiß, der Witz wird immer noch nicht besser, auch nach dem 12. Mal. Hihihi. Ach so, natürlich. Holy macaroni. Haha. Alter, man kann es auch übertreiben, ne? Autsch! Holy Macaroni war das gerade ein Zug. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt schon... Nee, komm, ich zieh das durch jetzt. Die letzte Folge war ja zu kurz. Fand ich selber auch ein bisschen. Deswegen kann die ruhig mal ein bisschen länger.
Die muss ich aber auch dann direkt heute noch hochladen. PS, ich nehme das Ganze hier gerade am Samstagabend, glaube ich, ist das gerade. Nehme ich das auf. Nicht schwimmen, es ist nicht gestattet, hier rein zu gehen ins Wasser. Bitte umgehend wieder aus Wasser kommen. Danke. So, mit diesem kleinen Diebstahlstrick und einer Kleinigkeit, die sich Rauchbombe nennt, verabschiede ich mich dann aus diesem Gespräch. Bis dann, ciao, auf Wiedersehen und noch viel Spaß mit meinem Deponia Let's Play und auch mit meinem Assassin's Creed oder. Oder was ich sonst noch so Let's Playe. Also daher, bis dann, tschüss, auf Wiedersehen und man hört sich. Tschüss.